Herzlich willkommen zurück bei Mr. Bauer Gaming. Wir starten heute unser Langzeitprojekt des Survival Let's Play in Haute-Belleron. Und zwar heute ist das erste Kapitel, nachdem wir gestern den Prolog gemacht haben. Und daher schauen wir uns gleich mal die Details an, wie es weitergeht. Es gab einen Kommentar, der hat sich so geäußert, dass wir mit der Tierzucht als zweites Standbein starten. Das hat uns der Staat auch so finanziert. Das heißt, wir haben bekommen einen Hühnerstall. Ich habe mich für Hühner entschieden, weil die Eierpaletten kann man von Hand bewegen. Na, so, dass wir da wenigstens ein bisschen, dass es auf jeden Fall besser geht beim Transportieren, weil wir dann einfach weniger Sachen brauchen. Aber sei es mal so, wie es jetzt ist. Ich habe dann auch noch entschieden, dass wir noch einen kleinen Bienenstock, das ist ein ganz kleiner, wir haben ja kein eigenes Feld, ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert, und einen kleinen Honig-Spawn-Punkt hingestellt. Und das ist im Prinzip jetzt unser Startszenario. Na, ihr könnt sehen, ich habe auch ein bisschen mit dem Geld noch gespielt. Wir gehen gleich mal raus hier, damit wir auch sehen, was der Hintergrund ist. So, der Hintergrund ist, dass wir gestartet sind in Start from Scratch. Und da hat man Schulden und die zahlen wir jetzt zurück. Das heißt, ihr seht ja so, hieß es, dass wir keine Kredite nehmen können. Das ist vom Spiel so eingerichtet, dass man hier 200.000 in den Miesen ist, ja. So, wir gehen jetzt mal kurz in den Shop und kaufen uns ein paar Sachen ein, die wir brauchen, und beschränken uns einfach dann auf das, wie wir dann richtig starten werden, ja. So, ich habe mir den hier ausgesucht. Ich werde den hier nehmen mit einem Frontladeraufbau schon mal. Den Motor ausführen lassen wir jetzt erstmal so. Alles bleibt Standard. Machen wir hier nochmal kurz unseren Mr. Bauer. Unser Mr. Bauer Kennzeichen. So, das fügen wir hinzu. Dann kaufen wir den. So, dann werden wir dem hinzufügen. Wir haben den Frontladeraufbau genommen, dann geben wir dem noch einen kleinen Anhänger an, dazu mit einem Ballenkapazität. Das heißt, ganz einfach so, wie er da ist, nichts geändert, auch die Farbe nicht, das ist alles Geld. So, dann brauchen wir den Wassertank natürlich. Da wird auch nichts geändert, so wie er ist. Dann haben wir einen kleinen Frontladeraufbau genommen. Trotzdem machen wir den hier. Nehmen wir den hier, kaufen. Alles so, wie es ist. Und ich will jetzt ein Experiment dann machen hier. Und zwar starten wir mit dem hier. Grund ist, man soll angeblich damit auch Paletten heben können. Ist weniger fiddelig, ich glaube ein bisschen weniger anfällig auf Rumspacken als die Paletten. So, das war das. Dann, was hatte ich mir noch ausgesucht gehabt? Ach, natürlich, jetzt kommt das, mit dem wir dann unser Geld verdienen wollen. Das ist die Spritze hier, alles Standard nehmen, kaufen. Dann diese hier kaufen. Dann nehmen wir diese Palette hier. Und stellen zwei Das kann ja erstmal beim Shop stehen bleiben, dann, das ist ja nicht so schlimm.
Dann hier nehmen wir für die Hühner. So, wunderbar. Dann glaube ich, haben wir alles. Mir kommt gerade nichts mehr in den Sinn. Der Traktor, Wassertank, Strautmann klein, Frontlader, die Zange, die Spritze, Dünger, Butter. Okay, das war's. Jetzt machen wir uns noch natürlich die Hühner rein gleich. Und zwar nehmen wir je 10 Stück und von den Hähnen dann nehmen wir 5 Stück. Also hier mal 10. Hier nehmen wir 2. Okay. So, und jetzt machen wir das letzte Mal in dem ganzen Spiel hier. Verwenden wir dieses Tool hier und wir stellen das jetzt also ein, dass uns noch 50.000 bleiben. So, jetzt fahren wir gehen wir zum Shop und dann ist das unser Start-Setup. Ne? So starten wir. Okay, dann steigen wir mal in den Trecker rein. Und dann legen wir los. Dann fahren wir mal die Sachen zum Shop runter.
So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir die Hühner gleich so füttern können. Scheint so. Scheint zu funktionieren. Lass uns mal kurz gucken. Okay, die haben jetzt 2000 Liter. Das ist nicht genug. Das heißt, wir müssen da noch mehr holen dann. Ja, wir machen auf jeden Fall, wir bauen kurz den Strautmann um, so dass der 4000 Liter fasst und wir so das Hühnerfutter so einladen können, direkt als Bulk, als Füllgut, Schüttfüllgut. So, dann kaufen wir gleich noch mal ein paar Säcke ein. Mach mal voll. Okay, dann fahren wir das jetzt erstmal zu den Hühnern, damit die schon mal wachsen können. Wie ich habe gesagt, wir werden jetzt die Zeit umstellen auf zweimal.
So, jetzt schauen wir mal rein, was die Hühner ausschauen. Oh, die haben immer noch nicht genug. Das heißt nochmal, ich würde mal schätzen, nochmal 2000, 3000 Liter. Ich glaube, ich hole nochmal 3000 Liter. Ich will die aufgefüllt haben. Ne, ich will die aufgefüllt haben. Definitiv. Dann haben wir dann wieder ausgesorgt für ein paar Tage. Müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Außer die Eier wegbringen. So, 3000 Liter haben wir gesagt noch, also drei Pakete. Drei. Dann schauen wir mal, gucken wir mal, ob das noch reinpasst. Das hat reingepasst. Jetzt sind sie voll. Also die brauchen 9000 Liter, wenn die, um voll zu sein hier. So, als nächstes kümmern wir uns mal um die Gewächshäuser, das heißt Wasser holen, und dann gehen wir dann den Rest abholen.
Also wir werden hier definitiv mal so 5-6 Mal hin und her fahren müssen, um die Gewächshäuser voll zu machen. Ich werde hier ein bisschen ändern, also ein bisschen zwischen normalem Gameplay und auch ein bisschen Timelapse hier ändern, wechseln. Weil es hat ja keinen Sinn, wenn ihr dir zuguckt, während ich da die Strecke abfahren, um Wasser zu holen. Ich habe ein bisschen Angst, das Wasser im Fluss zu holen, weil ich einfach das Gefühl habe, dieser Trecker ist nicht in der Lage, das Gewicht dann des Anhängers aus dem Wasser zu ziehen. Deswegen gehe ich hier an eine seichte Stelle am See. Das ist eigentlich so meine bevorzugte Wasserholstelle. Diese Wassertankstelle. Jetzt auch schon hier hat er Probleme, jetzt wieder in den Schwung zu kommen. Moment, ich will noch mal kurz gucken, die Einstellungen, ob die sich übernommen haben von gestern. Also schwer, das ist gut. Alles on. Ja, das Anhängerfülllimit, weiß ich nicht warum, das kickt sich immer wieder automatisch raus bei jedem Einloggen, also bei jedem Neustart oder bei jedem Start. Das war knapp, aber es passt. Es passte gerade noch. So, dann lassen wir, dann laden wir die erste Ladung Wasser ab. Nochmal kurz die Produktion angucken hier. Also das läuft, das ist alles auf Direktverkaufen gestellt. Wunderbar. Und weiter geht's zur zweiten, die zweite Runde.
So, jetzt müssen wir noch zweimal zum See fahren. Wahrscheinlich dreimal. Ich mach zweimal, wahrscheinlich fürs Vollmachen. Oder dreimal. Dann möchte ich den Hänger hier ziemlich voll stehen lassen, dass wir nicht jedes Mal gleich losfahren müssen. So, also, wir kommen jetzt zur letzten Runde oder vorletzten Runde mit Wasser holen. Ich möchte noch mal noch einmal ein bisschen das zusammenfassen, was gestern besprochen worden ist. Und zwar, es geht es noch mal darum, was die Regeln sind von diesem Survival Let's Play. Die Regeln sind keine Kredit, ne? Also kein Kredit von der Bank. Geräte können nicht ausgeliehen werden, also gemietet werden oder geliehen werden, weder vom Shop noch bei den Aufträgen. Die Schlafoption, also die Fast-Forward-Schlafoption in dem Sinne gibt es nicht. Ja, die Schlafoption gibt es nicht. Wir sind gestartet mit knapp etwas über 100.000, wo wir dann unser Werkzeug und Maschinen und Trecker gekauft haben. Alles andere haben wir so vorgefunden. Mal so gemeinsam besprochen. Und jetzt sind wir gerade dabei, noch die letzten Vorbereitungen zu machen. Genau, die letzten Vorbereitungen zu machen. Das heißt, jetzt die Gewächshäuser noch kurz auffüllen mit Wasser, damit die loslegen können mit der Produktion. Und die Hühner, die wir haben, haben mittlerweile auch das Futter schon voll. Das heißt, wir können, nachdem wir jetzt noch diese und die letzte Bahn dann gefahren sind, dazu rübergehen, tatsächlich Aufträge zu machen und Geld zu verdienen. So. Das zweite Gewächshaus ist jetzt auch voll. Ich fülle noch mal das andere kurz nach, ein bisschen. Und dann stellen wir den Hänger hin, weil jetzt haben die Gewächshäuser erstmal genügend. Noch mal ein bisschen reingeben. So, das waren 2%, die noch gefehlt haben. So, jetzt sind sie beide voll. Und wir fahren jetzt gleich mal zum Shop.
So, dann gucken wir mal. Dann sind wir jetzt wieder am Shop, holen wir endlich unsere Spritze ab und dann gehen wir, fangen wir richtig an, entsprechend Geld zu generieren, hoffen wir. Sollen wir da gleich mal gucken, was es von was wir es in die lukrativeren Aufträge gibt. Sei es von Mineraldünger, also vom Düngen oder vom Spritzen. Das schauen wir uns gleich mal an. Okay, dann schauen wir mal. Düngen, 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 düngen. Oh, wow. Wow, das sind richtig viele Düngeaufträge. Eins. Dann die 10, die 11. Also gehen wir gleich mal da hoch. Fangen wir mal mit der 1 an, ja? So, während wir hier noch den Dünger auffüllen, möchte ich mich schon mal verabschieden. Das war das Kapitel für heute. War vor allem natürlich darauf ausgelegt, einmal die Installationen zum Laufen zu bringen, das heißt mal die Gewächshäuser zu füllen. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass du morgen wieder dabei bist bei Kapitel Nummer 2, wo es dann darum geht, erstmal das erste Geld zu verdienen außerhalb dessen, was wir auf dem Hof stehen haben. Das heißt also Aufträge machen und düngen gehen. So, ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte gib mir doch ein Like, wenn ihr findet, dass es dies verdient. Ansonsten könnt ihr auch gerne das Abo da lassen, damit ihr die morgige Episode auch nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, adieu und au revoir.